Sie haben, Herr Brandner, gegen Ausländer gepöbelt. Sie haben gegen Asylsuchende gepöbelt. Sie haben gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gepöbelt. Wagen Sie es nicht, wagen Sie es nicht, den Namen Willy Brandt oder Helmut Schmitz in Ihren Mund zu nehmen. Nicht in Ihrem Munde. Dagegen verwehren wir uns. Die AfD will die Anzahl von Amtsperioden der Kanzlerschaft empfindlich beschränken. Eine Idee, die grundsätzlich aus der Abteilung kreatives Verfassungsrecht kommt. Über Parteigrenzen hinweg finden sich irgendwie irgendwo Fürsprecher, aber auch Kritiker. Und nach einem Reifeprozess findet hin und wieder einige oder eine solcher Ideen auch den Weg ins Gesetzesblatt. Der Amtsperiodenbegrenzung für Bundeskanzler wird dieses Schicksal wohl nicht vergönnt sein. Und ich möchte eine Feststellung zu Beginn hier treffen, um die ich mich auch ranken möchte. Der Deutsche Bundestag ist der souverän stellvertretend für das Wahlvolk. In nahezu jeder Verfassungsregel dieses Verfassungsgefüges wird der Deutsche Bundestag zuerst genannt und erst dann nach seinem Beschluss oder nach seinen Feststellungen kommen ihm nachgelagerte Beauftragte oder Delegierte. Ich begrüße es außerordentlich, dass wir hier verfassungsrechtliche Debatten führen. Das kann man formell tun, beispielsweise anhand von Zulässigkeitsregeln. Man kann es aber auch materiell anhand von Rechten und Pflichten tun. Dieser Gesetzentwurf hingegen knüpft lediglich formell an die verflossene Dauer einer Kanzlerschaft an und nimmt aufgrund der Tatsache, dass eine Person bis zu 8 Jahre oder 2 Wahlperioden das Kanzleramt bekleidet hat, eine unbändige Ansammlung von Macht an. Die AfD will damit das Vorurteil nähren, dass Kanzleramtsinhaber an ihrem Stuhl kleben und unser Verfassungsgefüge nicht in der Lage ist, diesem zu begegnen. Das ist höchst unanständig, das ist falsch und auch mit dem Selbstverständnis von Parlamentarierinnen und Parlamentsgremien einfach nicht in Einklang zu bringen. Die Funktion des Deutschen Bundestages ist es unter anderem, Gesetze zu beschließen, aber eben auch den Kanzler oder die Kanzlerin der Bundesrepublik zu wählen. Gleichermaßen aber auch durch ein konstruktives Misstrauen abzuwählen. Aus meiner Sicht wird von der AfD-Fraktion mit der Begrenzung von höchstens einer Wiederwahl ein schwerwiegender Eingriff in das Demokratieprinzip verlangt. Es handelt sich um einen Eingriff in die Wählbarkeit von Kandidatinnen und Kandidaten für das Kanzleramt, die durch eine zwar vertretbare, aber am Ende doch willkürliche Beschränkung der Anzahl von Amtsperioden erreicht werden soll. Dieser Eingriff ist rechtfertigungsbedürftig und beraubt mindestens Verfassungsbelange von gleichem Range. Lediglich begründet oder gerechtfertigt wird diese Einschränkung mit dem Argument, dass die Macht, die durch das Amt wachse, nach spätestens 2 Wahlperioden auch entzogen werden soll, und zwar als Selbstzweck. Mehr führen Sie zur Begründung auch einfach nicht an. Die Kanzlerschaft daher isoliert zu betrachten, ist völlig sachfremd und abwegig. Jede Wahl, eine Kanzlerkandidatur, ob aus dem Amt heraus oder als Anwärter, muss zunächst einmal seine eigene Partei überzeugen, dann das Wahlvolk überzeugen, dann gegebenenfalls eine Koalition schmieden, dann noch die Wahl im Deutschen Bundestage gewinnen und das spätestens alle 4 Jahre wieder erneut tun und das Ganze auch noch unter dem Damoklesschwert eines konstruktiven Misstrauensvotums. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Noch mehr Beschränkungen und Bedingungen in das Grundgesetz zu schreiben, halte ich, ehrlich gesagt, für sinnfrei und sinnwidrig. Aber ich spiele das Spielchen ja gerne mit. Folgt man der gegenteiligen Auffassung, muss man folgenden Widerstreit auflösen. Erstens beschneidet man das passive Wahlrecht eines amtierenden Bewerbers oder einer Bewerberin, sich erneut für die Kanzlerschaft zur Verfügung zu stellen. Zweitens beschneiden wir das Recht indirekt des Wahlvolkes, aber auch direkt des Deutschen Bundestages, indem wir einen Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin diesem Votum im Deutschen Bundestag oder dem Wählervotum gänzlich entziehen. Und im Übrigen halte ich es für urdemokratisch notwendig, auch dem Wahlvolk die Frage zu stellen, ob es einer Kanzlerin oder einem Kanzler durch das Votum bei einer Bundestagswahl eine Parlamentsmehrheit zur Verfügung stellt, es möglicherweise erschwert oder auch möglicherweise eine Parlamentsmehrheit gänzlich entzieht. Und dieses urdemokratische Recht müssen wir auch dem Wahlvolk zubilligen und dürfen es nicht durch eine Beschränkung von Amtsperioden oder einer Höchstzahl von Amtsperioden auch einfach wegnehmen.
Diese beiden Rechte kollidieren daher in ihrem urdemokratischen Gehalt von Freiheit und von Freiheit der Wahl. Und ich komme persönlich in der Gesamtabwägung nicht zu dem Ergebnis, dass es notwendig ist, zusätzliche Begrenzungen der Kanzleramtsmacht formell durch Befristung oder Begrenzung auch vorzunehmen. All Ihre Vergleiche, die Sie im Übrigen im Gesetzesentwurf anstellen, gehen völlig fehl und sind teilweise auch grob falsch. Dazu im Einzelnen. Sofern Sie die Befehlsgewalt des Kanzleramtes oder des Kanzlers oder der Kanzlerin über die Streitkräfte im Verteidigungsfall beschreiben, verkennen Sie in Ihrem Gesetzesentwurf völlig, dass die deutsche Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und dass der Verteidigungsfall und die Feststellung darüber vom Bundestag und vom Bundesrat getroffen wird und erst dann auf den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin übergeht. Lesen Sie hierzu Artikel 115a, 115b Grundgesetz, korrigieren Sie gegebenenfalls Ihren Gesetzesentwurf, wenn Sie ihn vielleicht irgendwann irgendwie noch mal aufwärmen wollen. Sie schreiben über das Initiativmonopol zum Haushaltsgesetz und verkennen dabei wiederum völlig, dass es ausschließlich dem Deutschen Bundestag vorbehalten ist, über den Gesamtplan oder die Einzelpläne Veränderungen oder Feststellungen vorzunehmen. Das heißt, mit der Ablehnung oder der Veränderung des Haushaltsgesetzes, des Gesetzes oder des Regierungsentwurfs, verkennen Sie hier, dass wir den Regierungswillen oder die Regierungsidee mit einem einfachen Beschluss im Deutschen Bundestag über das Haushaltsgesetz auch brechen können. Des Weiteren, und da muss ich schmunzeln, will die AfD vermeiden, dass es ein Netzwerk von finanziellen Abhängigkeiten geben kann. Der Gesetzesentwurf soll vermeiden, dass es Seilschaften und finanzielle Abhängigkeiten geben soll. Da habe ich echt geschmunzelt. Und das finde ich auch reichlich anmaßend von einer Partei, deren Mandatsträgerschaft es schafft, sich mit Spenden aus dem Ausland den Weg in den Deutschen Bundestag zu bahnen. Das ist anmaßend. Ich sag Ihnen mal eins, keine erreichbare Machtfülle eines Staatsamtes ist in der Lage, den Staat oder das Vertrauen in den Staat und die Politik so zu erschüttern und so zu verletzen, wie den Anschein zu erwecken, dass man mit Geld aus dem Ausland sich Zutritt zu einem der vornehmsten Häuser des Parlamentarismus in diesem Land zu verschaffen. Das ist schändlich. Zusammenfassend bedeutet das, von Verfassungswegen entsteht keine Machtfülle. Die Kanzlerschaft bzw. durch eine unbestimmte Anzahl stetiger Wiederwahl entsteht höchstens, wenn Verfassungsorgane ihre Funktion nicht erfüllen. Eine unkontrollierte Verfassungsmacht. Das ist das Einzige, was Sie mit Ihrem Gesetzesentwurf zum Ausdruck bringen könnten, aber selbst das haben Sie verfehlt. Ihre Gesetzesentwürfe oder auch dieser Gesetzesentwurf erinnert mich auch an Bertolt Brecht und seinem Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Sie streben sehr, aber sie sind jedenfalls immer wieder unzulänglich. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden den Gesetzesentwurf natürlich ablehnen. Der Kollege Nema Mowasat hat das Wort für die Fraktion Die Linke.